Hallo, ihr Lieben. Hier ist mal wieder eure Claudia mit einem neuen Orakel. Schön, dass auch du heute intuitiv auf dieses Video geklickt hast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Sei ganz herzlich willkommen hier in deiner kleinen YouTube-Familie. Vielleicht findest auch du Antworten auf deine aktuellen Fragen und kannst mit diesem Orakel in Resonanz gehen. Du schaust vielleicht jetzt dieses Video, dann vertraue darauf, dass genau jetzt diese Botschaften dich erreichen dürfen. Wie ihr hört, bin ich wieder für euch draußen in der Natur und natürlich auch, wie ihr seht, deshalb muss ich ab und zu immer ein bisschen so windschützend arbeiten, damit die Karten nicht wegwehen. Ich danke euch von Herzen auch für die Unterstützung meines Kanals, für die vielen Daumen hoch, eure vielen Likes, Views, Kommentare, Nachrichten und eure vielen Anrufe und natürlich das Abonnieren meines Kanals. Jetzt kommt wieder eine Windböe. Heute wollen wir in die Themen schauen. Was denkt er über unsere Verbindung? Welche Blockaden gibt es für eine Beziehung? Werden wir uns wiedersehen? Und gibt es andere Frauen in seinem Leben? Wir deuten die Karten heute wieder über das Magic Energy Blueboard, einer energetisierten Legeschablone für die Deutung der Lenormand-Karten über die Hausplätze. Das Magic Energy Blueboard kannst du gerne auch zu dir nach Hause holen. Unter dem Video findest du direkt den Link zum Shop oder du bestellst gerne bequem per WhatsApp. Es ist jetzt wieder lieferbar. Es war ganz, ganz schnell vergriffen, nachdem es sozusagen herauskam. Jetzt kannst du es wieder nachbestellen. Es ist wieder lieferbar. Es werden schon neue Boards wieder energetisiert für dich. Das ist eine mit Energie aufgeladene Legeschablone, mit der du in die Tiefe blicken und Blockaden lösend arbeiten kannst. Und wenn du zusätzlich noch sagst, ich möchte unterstützend immer wieder in diese Blockaden eintauchen, die wir ja hier oben auch zum Beispiel sehen, da siehst du, die Blockade liegt hier auf dem Hausplatz des Schiffs. Das bedeutet eben, dass wirklich im Moment tiefe Blockaden da sind und dadurch so eine abwartende Haltung hereingekommen ist. Zum Beispiel hier bei den Treffen eben, das war ja auch eine Frage von dir, werden wir uns wiedersehen. Dann kannst du natürlich auch, wenn du zusätzliche Unterstützung brauchst, in den Bereichen Liebe, Finanzen, Glück, Beruf, Berufung oder Wunscherfüllung, gerne unterstützend deine ganz persönliche Magic Energy Card holen. Den Link findest du auch direkt unter dem Video. Sie wird ganz speziell für deine Bedürfnisse hergestellt und auf deine Wünsche zugeschnitten. Sie wird auch energetisiert und enthält zusätzlich noch ganz, ganz viele wertvolle Botschaften und Impulse für dich. Und wenn du dann sagst, ich möchte auch einfach mit Energiesteinen arbeiten, hier mit dem Board, mit der Card und noch mit den Energiesteinen, dann kannst du dir zu den Themen Energieblockaden entfernen, verminderte Energie, Kommunikation auf allen Ebenen verbessern. Oder auch, wenn du sagst, ich möchte mit neuen Situationen oder Veränderungen besser klarkommen, dann kannst du dir die Magic Energy Opal Stones im Zweierset zu dir nach Hause holen und kannst hier energetisch über die Hausplätze auch nochmal schauen, wenn hier zum Beispiel eine Stagnation hereingekommen ist, denn diese Stagnation löst hier tatsächlich die Unentschlossenheit aus, also er wirkt hier sehr stagniert, sehr unentschlossen und dann kannst du hier auch wirklich mit den Energiesteinen nochmal arbeiten oder auch hier bei den Unsicherheiten, da siehst du, die Unsicherheiten lösen den Zwiespalt aus, dann kannst du hier hervorragend noch zusätzlich mit den
Opalinen arbeiten. Du findest auch diesen Link direkt unter dem Video und erhältst sie, wie gesagt, im Zweierset. Kannst sie dann direkt beim Kartenlegen eben auch benutzen oder als Handschmeichler in deine Hosentasche für unterwegs deine Stones to go. Ja, was denkt er über eure Verbindung? Welche Blockaden gibt es für eine Beziehung? Ihr seid vermutlich eben noch nicht in einer festen Bindung angekommen. Werden wir uns wiedersehen und gibt es andere Frauen? Also hier oben siehst du ganz, ganz klar, da ist schon Liebe im Spiel. Ja, der hat hier tiefe Gefühle für dich, aber im Moment siehst du eben auch, dass auf seinem Hausplatz so ein bisschen die Mühseligkeit hereingekommen ist. Und das bedeutet natürlich auch, dass es dir Kummer und Sorge bereitet. Aber auch er liegt hier sehr im Kummer. Er wird hier aber auf dich liebevoll zukommen. Man sieht diese liebevolle Aktion. Aber er hat hier auch ganz, ganz stark das Thema Eifersucht im Bild. Hier liegt eine Ex-Beziehung noch im Bild. Und diese Beziehung hat hier bei ihm eine Lebensstagnation ausgelöst. Hier war das Thema Unehrlichkeit und Untreue noch mit drin. Vielleicht sogar eben auch dann hier die falschen Ängste. Angst vor Nachrichten, Angst vor etwas aufdecken. Vielleicht hat er auch etwas aufgedeckt. Oder sie, dass eben hier wirklich eine Untreue stattfand. Vielleicht fand einer heraus, dass eben hier falsche Nachrichten waren oder vielleicht sogar Treffen, weil die Nachrichten tatsächlich auch noch auf dem Park liegen. Also hier geht es wirklich auch um Falschheit in der Ex-Beziehung. Und du hast ja auch gefragt, welche Blockaden gibt es jetzt für eine Beziehung mit dir? Nämlich ganz klar hier, diese Ex-Beziehung liegt noch zwischen euch, die Eifersucht liegt zwischen euch, das Thema Untreue, Unehrlichkeit liegt zwischen euch, seine Ängste, und das bereitet ihm hier große Unsicherheiten und Unentschlossenheiten, und deshalb schweigt er auch so viel über seine Gefühle, und du siehst, das alles liegt hier zwischen euch beiden, denn das ist ja dein Herzensmensch und das bist du und das liegt alles zwischen euch beiden. Vielleicht hat er sogar hier auch jemanden verloren. Man sieht hier auch noch einen Verlust, also vielleicht hat er hier auch jemanden verloren. Unter diesem Verlust leidet er so sehr, aber im Moment ist es wirklich wichtig, dass du dich treiben lässt, dass du es einfach geschehen lässt, dass du wirklich hier sozusagen, das zeigt dir auch das Schiff mit dem Baum, dass du wirklich hier sagst, ich lasse mich treiben, ich steige in dieses Schiff, ich steige in dieses Boot und ich nehme diesen Fluss des Lebens wahr und reite auf dieser Welle. Ja, nimm das bitte so mit. Es ist wichtig, dass du jetzt ins Vertrauen gehst. Ja, der Baum zeigt ja immer auch das Vertrauen. Es geht um Gelassenheit, es geht um Geduld, also übe dich hier in Gelassenheit und Geduld. Du stehst sowieso hier an einem Wendepunkt in deinem Leben, meine Liebe, aber im Moment fühlst du dich vermutlich total stagniert, denn du liegst ja hier auf dem Hausplatz des Sargs, also du bist in einer Sackgasse angekommen und schau, der Sarg liegt auf den Wegen und das bedeutet ganz klar, im Moment kannst du dich gar nicht entscheiden, du bist unentschlossen, du sollst dich eigentlich entscheiden und die Wege, die liegen hier auf der Schlange, also ihr geht hier ganz, ganz gewaltige Umwege und auch du. Also im Moment bist du sehr stagniert, du bist sehr unentschlossen und du weißt einfach überhaupt nicht weiter. Deshalb musst du dich jetzt erstmal treiben lassen. Du musst hier erstmal ins Schweigen gehen. Du musst wieder in deinen Wert finden. Das liegt hier unten auch noch auf dem Hausplatz des Mondes, also doppelter Wert. Es geht wirklich um Wertschätzung und um die Bestimmung deines Werts. Und das siehst du auch hier unten bei den vier Ereignisfeldern. Da liegt ganz klar Klarheit und hundertprozentiger Erfolg, denn hier ist der Schlüssel, kommt nur, wenn du die Reise machst zu deinem inneren Kind, wenn du im Moment entgleitest, wenn du wirklich bei deinem inneren Kind ankommst und dann gehen auch die Belastungen heraus, die hier mit der Beziehung zusammenhängen und dann geht auch der innere Rückzug raus und das, meine Liebe, ist auch noch deine schicksalhafte Lernaufgabe. Also innerer Rückzug, Abgrenzung und
Du siehst, das Kreuz liegt dann auf der Sonne und das bedeutet, dann kommst du in deine Intuition, in deine Weiblichkeit und dann findest du auch dein großes Glück. Und das soll auch jetzt noch in der warmen Jahreszeit sein. Mai, Juni, Juli bis August sollst du also hier wirklich immer wieder prüfen, bin ich in meinem Wert, bin ich bei meinem inneren Kind angekommen, bin ich bei meiner Liebe angekommen, denn hier geht es ja auch wirklich um liebevolle Aktionen und nur dann findest du dein großes Glück. Also schweige ein bisschen, bleibe bei dir, gehe in den inneren Rückzug, lass dich treiben, lass dich von diesem Boot des Lebens, von diesem Schiff des Lebens mitreißen und reite auf dieser Welle. Und vertraue, ja, vertraue wirklich darauf. Und ich habe auch zusätzlich noch diese Karte gezogen. Ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Ja, sei dir also bewusst, hier ist der Solarplexus, das ist die Sonne. Sei dir also dessen bewusst, du hast die Kraft, das ist deine schicksalhafte Lernaufgabe. Und hier siehst du auch den Baum des Lebens. Also es geht um Geduld, Gelassenheit, Vertrauen. Und hier siehst du auch, das dritte Auge, also hier kannst du auch super mit den Opalinen arbeiten, denn die Magic Energy Stones stehen für das sechste Chakra, für das dritte Auge, um das einfach noch mehr zu aktivieren. Also du hast die Kraft, sage Nein, grenze dich ab, denn im Moment hat er hier sehr viele Themen mit dem Betrug, mit dieser Unehrlichkeit, er hat hier noch Themen mit der Eifersucht, vielleicht sogar hier noch mit den Behördenprobleme. Hier liegt sie auch noch drin, also vielleicht trennt er sich auch oder befindet sich in Trennung oder hat diese Trennung nicht verarbeitet. Das hat in ihm eine große Lebensstagnation auch ausgelöst, auch wenn er dich liebt. Ja, er hat hier ja ganz starke Gefühle für dich, kann er sich im Moment einfach noch nicht binden. Er hat eine ganz, ganz starke Anziehungskraft zu dir, ja, auf der körperlichen Ebene, das siehst du. Und du siehst, die Lilie liegt sogar auf dir. Also er hat eine ganz, ganz starke Anziehungskraft zu dir, das ist klar. Aber eine Beziehung liegt momentan in der Stagnation. Und da geht er auch ganz klar in den inneren Rückzug. Er legt sich sogar als Single ins Bild. Es ist ein karmischer Partner, eine Lernaufgabe, aber du musst jetzt auch deine Lernaufgabe anschauen. Also was denkt er über eure Verbindung? Er hat auch Angst, er ist unsicher und unentschlossen. Deshalb schenk du dir Entschlossenheit und Sicherheit, denn du bist ja auch unentschlossen und unsicher. Also spiegel es ihm, dass du hier mit deinem inneren Kind in die Arbeit gehst und dann für dich Klarheit auch schaffst. Triff deine Entscheidungen, übe dich in Geduld, geh ein bisschen ins Schweigen und warte ab. Welche Blockaden gibt es? Das ist wirklich dieses Thema mit dieser Ex-Beziehung und natürlich auch mit seinem Zuhause. Hier liegen große Verluste drin. Ihr werdet euch wiedersehen, das haben wir hier oben auch schon, liebevolle Treffen. Dann kommen aber auch wieder Blockaden hinein. Und andere Frauen, also andere weibliche Personen, sehe ich im Moment hier nicht in der Gegenwart und seiner Zukunft. Nur diese Ex-Partnerin und dich. Und du siehst auch diese Eifersucht, spiegelt ihr euch. Also wenn du denkst, gibt es da noch andere Frauen, ist das das Thema Eifersucht und auch da bringt er dir wieder eine schicksalhafte Lernaufgabe mit dir, mit sich, ja, zu dir. Er bringt eine schicksalhafte Lernaufgabe mit sich. Und es geht hier um Intuition, um deine Weiblichkeit und dass du dir wirklich vertraust und um dein Bauchgefühl, meine Liebe. Wenn du sagst, du möchtest auch gerne mal die große Tafel legen, du möchtest eine Buchung bei mir oder du möchtest ein persönliches Gespräch mit mir, dann melde dich gerne bei mir per WhatsApp. Du findest die Links auch direkt hier unter dem Video. Wenn du Fragen hast oder Wünsche, schreibe mir einfach in die Kommentare. Schön, dass du auch heute wieder dabei warst. Ich sage Danke aus tiefstem Herzen und zeige dir zum Abschied noch das Magic Energy Blueboard, damit du es einmal auch noch mal ganz siehst, meine Liebe. Du kannst es, wie gesagt, im Shop gerne bestellen. Das ist die Legeschablone 8 mal 4 plus 4. Und das Magic Energy Love Board kannst du auch bestellen. Es hat dann
9 mal 4 Reihen. Für die Lenormand-Karten sei auch gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich schon sehr auf dich und sei lieb gegrüßt, deine Claudia.